Ich zeige euch heute, wie ihr zum ultimativen Feuergott mit dem Agamemnon-Set werdet. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Falls noch nicht getan, empfehle ich euch noch am Gewinnspiel teilzunehmen. Dafür einfach den Hashtag AC Season Pass in die Kommentare schreiben, meinen Kanal abonnieren und schon nehmt ihr teil. Aufgelöst wird das Ganze am 23.10. im Community-Tab meines Kanals. Verlost wird natürlich ein Season Pass für Assassin's Creed Odyssey. Viel Glück dabei. Das Agamemnon-Set. Es ist ja offensichtlich, was es macht. Es macht aus uns einen Feuergott, weil die Brandrate um 50% erhöht wird und da weiterhin noch der Feuerschaden gebufft wird. Ich zeige euch heute, was ihr damit anstellen könnt. Wie ihr das bekommt, das ist eigentlich recht simpel. An der Stelle natürlich müsst ihr auch einfach wieder in der Story fortschreiten. Die ganzen Items jetzt zu zeigen, das wäre ein Spoiler. Ich möchte euch nur wirklich hier zeigen, wie ihr das spielen könnt, wie ihr es gut spielen könnt und damit auch Erfolg haben werdet. Voraussetzung dafür, dass ihr damit Erfolg haben werdet, ist natürlich, dass ihr das Set erstmal komplett habt. Ihr braucht diese 50%ige Brandrate und müsst es richtig gravieren. Dann solltet ihr natürlich dazu die richtigen Waffen und auch die richtige Skillung kombinieren. Ich zeige euch mal, was ich hier so genommen habe. Also auf dem Kopf finden wir jetzt hier standardmäßig Kriegerschaden und Feuerschaden. Sprich, es ist ein Melee-Set. Ein Kriegerset. Dazu habe ich dann nochmal einfach 15% Kriegerfähigkeitsschaden von einem anderen Set-Bonus raufgerollt. Ihr merkt schon, hier habe ich wirklich oft Kriegerset-Boni nochmal auf die Items draufgepackt. Hier wieder den kritischen Schaden mit Kriegerfähigkeiten. Das ist das Ganze vom spartanischen Überläufer-Set für Helix Credits im Store. Werden die meisten von euch nicht haben. Alternativen erkläre ich euch dann später zu den Perks, die ich gewählt habe. Weiterhin habe ich nochmal die Brandeffektivität erhöht. Das ist gar nicht mehr so relevant. Ihr werdet gleich im Gameplay merken, mit 1-2 Hits sind die Gegner tatsächlich schon komplett am Brennen. Und ihr müsst nicht länger draufklatschen. Auch hier der Bonus-Perk auf den Beinen plus 5 Sekunden Branddauer ist Gold wert. Die 50%ige Brandrate vom Set-Bonus bedeutet übrigens, dass das Feuer 50% öfter tickt. Sprich, ihr habt im Endeffekt 50% mehr Schaden damit. Hier auf den Füßen war ich mir nicht sicher, was ich drauf machen sollte. Habe einfach mal einen relativ schlechten Perk draufgepackt. Da könnt ihr gerne was Nützliches draufpacken. Ich habe da einfach noch nichts, was jetzt perfekt gepasst hat. Deswegen einfach 3% Schaden. Empfehle ich euch auf gar keinen Fall. Ihr müsst dann selber gucken. Als Waffen empfehle ich euch auch Waffen natürlich mit Feuerschaden. Es gibt eine Waffe, die Waffenschaden zu Feuerschaden macht. Der Perk ist super wichtig, so müsst ihr euch nicht regelmäßig buffen. Ich meine, ihr könnt die ganze Zeit flammenden Angriff aktivieren, dann braucht ihr das nicht. Für mich ist das so ein Quality of Life Set. Es ist nicht der sinnvollste Set, weil wie gesagt, ihr könntet euch die ganze Zeit buffen, finde es aber extrem nervig, das regelmäßig anzumachen. Hier die Seeker des Prometheus, ein wirklich gutes Schwert, könnt ihr auch schon relativ früh kriegen. Ich meine, es war von einem Söldner oder einem Kultisten. Müsst ihr sonst mal recherchieren, wo es das genau gibt. Mit Kriegerschaden, Feuerschaden, plus 15% Feuerschaden und Wirkung. Als Effekt, das ist ein extrem guter Perk, sollte damit gespielt werden und ich habe eben nochmal hier Waffenschaden bzw. Feuerschaden draufgerollt. An zweiter Stelle ein zweites Schwert. Warum das hier? Das ist das Damokles-Schwert. Ich möchte auch hier nicht spoilern, wo ihr das herkriegt, aber es gibt einen Kriegerschaden, 20% mehr Adrenalin bei Crit und 10% mehr Adrenalin generell. Ich habe gemerkt, Melee Combat braucht so viel Adrenalin. Da ist jeder Adrenalin-Bonus, den ihr habt, im Endeffekt Gold wert. Hier ist nicht mehr nur der pure Schaden gefragt, so wie beim Bogenbild, sondern auch wirklich Adrenalin, damit ihr Fähigkeiten benutzen könnt, weil ihr auch mal wirklich Damage abkriegt und den könnt ihr natürlich negieren, indem ihr Fähigkeiten benutzt wie Mobility Skills, euch mit dem Höchstleistungsangriff hochheilt und so weiter. Wenn ich eine Empfehlung abgeben würde, dann würde ich wirklich sagen, hier als alternative Waffe könnte man natürlich den Hammer der ewigen Flamme spielen. Ja, hier ist auch der Perk Waffenschaden wird zu Feuerschaden drauf. Kriegt ihr übrigens von einem Level 46 Söldner oder einer Söldnerin diese Waffe. Was ich damit aber auch sehr gerne spiele, ist die Waffe Labris des Minotaurus. Warum die Labris? Das ist eine schwere Klinge. Und schwere Klingen haben einen extrem guten Höchstleistungsangriff, den ihr verketten könnt. Das ist dann meistens ein Quad-Kill, sprich vier Leute werden auf einmal gekillt mit einem Höchstleistungsangriff mit einer schweren Klinge. Warum ist das so OP? Naja, weil es ein Quad-Kill ist offensichtlich. Und zweitens, mit dieser Waffe habt ihr die Kosten des Höchstleistungsangriffs auf 2 reduziert. Ihr braucht zwar 3 Adrenalinsegmente, um den zu starten, verliert dann aber nur 2 und somit ist das extrem sinnvoll. Ihr solltet das einpacken, wenn ihr im Conquest Battle oder so seid. Da habt ihr dann eben die Adrenalinkosten reduziert. Als Alternative würde ich dann, wie gesagt, hier das Damoklesschwert empfehlen oder eine Waffe eurer Wahl. Generell muss man sagen, ihr könntet auch einen Speer spielen. Ein Abonnent von mir hat mir das gestern nochmal empfohlen, einfach mal einen Speer auszuprobieren. Ich habe dann den schwarzen Dorn gewählt, weil der nochmal schwere Angriffe bufft und schwere Angriffe mit dem Speer machen so ein AOE. Ihr schlagt dann um euch und ihr habt entsprechend Feuer auf dem ganzen Schlachtfeld. Meine Empfehlung aber entweder hier, wie gesagt, Damokles Schwert oder Labris. Das finde ich sind zwei sehr gute Waffen. Labris des Minotaurus gibt es natürlich beim Minotaurus.
Der ist unten auf Kreta zu finden. Da müsst ihr einfach nur questen und irgendwann findet ihr den. Auch dazu dann vielleicht mehr in einem anderen Video. Der Bosskampf an sich war übrigens sehr, sehr leicht. Als Bogen natürlich den Bogen des Hades. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. 15% Kriegerschaden, 20% Feuerschaden. Pfeile werden zu Brandpfeilen und 40% mehr Schaden bei Angriffen von hinten. Wirkt sich übrigens auch auf eure anderen Waffen aus. Das ist eigentlich meiner Erfahrung nach nur bei so Perks wie Waffenschaden wird zu Feuerschaden nicht der Fall. Aber ansonsten schon. Denn ich habe teilweise auch wirklich auf meine Dagger 40% mehr Schaden bei Angriffen von hinten geschmiedet und dann hatte ich mit meinem Bogen trotzdem diesen Bonus und zwar merklich. Deswegen empfehle ich euch, das einfach mal auszutesten und das mit drauf zu packen. So, das wäre es soweit zu meinem Gear. Fähigkeitenmäßig könnt ihr euch das hier vielleicht kopieren, wenn ihr wollt. Slow-Time-Effekt ist für mich für jede Skillung super wichtig, weil ihr einfach Battle-Momentum schlechthin damit gewinnt. Dann Schattenattentate auf Stufe 3 ist einfach Pflicht. Dadurch haben wir 50% mehr Crit-Damage. Kann man einfach nichts gegen sagen. Hier im Kriegerbaum habe ich einfach mal exemplarisch alles geskillt. Warum alles? Es ist nicht alles unbedingt notwendig, aber was notwendig ist, sage ich euch jetzt. Der Ares-Schlachtruf ist der Killer. 50% mehr Schaden und 20 Sekunden lang unbesiegbar. Feuerbuff braucht ihr mit dem Agamemnon-Set. Ihr braucht natürlich auch, dass eure Angriffe zu Feuer angegriffen werden, wenn ihr noch keine Waffe habt, die das sowieso macht. Generell empfehle ich euch es natürlich auch, falls ihr mit zum Beispiel der Labrys des Minotaurus spielt, die hat keinen Feuerangriff drauf, dann solltet ihr das doch kombinieren. Gut gerüstet und Waffenbeherrschung sind zwei Pflichtskills auf Stufe 3. Ihr habt mehr Damage pur und ihr habt auch mehr Rüstung. Das ist einfach Pflicht im Nahkampf. Der Heal auf jeden Fall auch Pflicht. Und meiner Erfahrung nach ist hier Überrennen wirklich stark. Ist hier der Ring des Chaos im Nahkampf extrem nützlich, vor allem wenn Gegner um euch rund sind. Und auch der Schildbrecher. Den Spartan Kick benutze ich weiterhin nicht. Aufgeladene schwere Angriffe sind gut bei Gegnern mit Schilden. Ich bevorzuge aber immer noch den Schildbrecher. Im Jäger-Talentbaum habe ich dann einfach sechsten Sinn mitgenommen. Naja, ich liebe den Jäger-Talentbaum einfach. Dann habe ich noch den Verwüsterschuss eingepackt und die Schussfolge, das sind meiner Meinung nach die besten Skills in diesem Talentbaum. Mit der Labrys des Minotaurus könnte man auch hier diesen Höchstleistungsschuss nochmal einpacken, weil er eben nur zwei Adrenalinsegmente kostet. Würde ich aber abseits dessen eigentlich nicht empfehlen. Auch die Bogenbeherrschung sollte dann mitgenommen werden, damit ihr, wenn ihr mal den Bogen benutzt, wirklich gut Schaden macht. Und mit dem Bogen des Hades habt ihr dann auch, wie gesagt, diesen Brandeffekt immer auf euren Gegnern. Das wäre soweit zu meiner Skillung, zu meinem Gear, wie ich das kombiniert habe. Jetzt würde ich euch das Ganze einfach mal in einem Conquest Battle vorstellen. Wie es mein wunderschönes Pferd gibt, erfahrt ihr übrigens in einem Video von mir. Habe ich euch in die Infobox gepackt, bevor jetzt die ersten wieder fragen. Ich finde es auch super schick und stylisch, passt natürlich auch inhaltlich einfach perfekt zum Agamemnon Set. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal den Kampf und machen hier schon mal ein bisschen Bambule bei den Athenern, für die wir gleich kämpfen werden. Das könnt ihr übrigens machen, ihr könnt einfach gegen die hier kämpfen und danach für sie kämpfen. Das ist ein bisschen komisch, aber was soll's. Ich zeige euch jetzt einmal hier kurz den Höchstleistungsangriff mit der Labrys. Ultra das Teil. Ja, könnt ihr dann mit der Taste F am PC verketten. Die Gegner müssen allerdings nah genug dran sein. Schnell nochmal mit dem Bogen des Hades hier ein paar Leute entzündet und dann können wir auch gleich ins Conquest Battle reinstarten. Standardmäßig im Conquest Battle dann sofort alle Buffs ziehen, damit ihr die nicht verschwendet. Ich ziehe mal kurz die Labrys des Minotaurus und fange direkt mit meinem Höchstleistungsangriff an. Verkette den. Ja, würde ich sagen, wechseln wir mal zum Schwert. Aus Gründen. Ich finde, mit dem Schwert ist es sehr angenehm, Adrenalin zu generieren. Den haben wir, ja, ganz gut gesetzt eigentlich. Überraschenderweise. Immer schön das Feuer verteilen. Das ist der Knaller, gibt euch auch richtig viel Adrenalin, wenn ihr das schön spreadet, die Liebe verbreitet. Ja, ihr müsst ja im Endeffekt nur zweimal auf die Gegner draufkloppen und dann war's das. Hier nochmal einen schönen AOE und die halbe Map brennt. Ist eigentlich ganz geil. Also ich muss sagen, hier mit diesem Charge komme ich auch super klar. Der macht auch extrem viel Schaden, kann ich euch auch nur ans Herz legen. Und einfach die ganze Zeit hin und her charten, schön AOE machen. Vielleicht noch ein paar Headshots, wenn ihr die Gegner nicht in Range habt. Und immer schön die Angriffe dodgen. Auch wenn ihr im Melee-Combat seid, vor allem natürlich, kriegt ihr wieder Battle-Momentum durch das Ausweichen. Machen wir mal einen Höchstleistungsangriff mit dem Schwert. Ist natürlich geil auf Single-Target, aber auf Multi-Target tatsächlich nicht. Deswegen hole ich nochmal hier die Labrys raus und mache nochmal einen Quad-Kill damit. Mit der Labrys müsst ihr natürlich bedenken, ihr braucht eigentlich immer den Feuerangriffsbuff, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, damit ihr damit erfolgreich unterwegs seid mit dem Agamemnon-Set. Das sollte immer bedacht werden.
Wie gesagt, präferiere auch wirklich das Schwert eigentlich an der Stelle. Hauen wir hier nochmal ein paar verkettete Höchstleistungsangriffe raus. Sieht schon echt sehr, sehr brutal aus. Und der tickt auch wieder tot. Der Verwüstungsschuss ist natürlich auch wieder total stark mit dem Agamemnon-Set. Trotz allem kann man den immer noch gut benutzen. Und ich würde sagen, wir gönnen uns nochmal eine Runde die Seeker des Prometheus. Einfach immer noch ein sehr, sehr cooles Schwert. Medusas Schwert kann ich übrigens auch jedem empfehlen, der Bock auf Cooldown Reduction hat. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Haben wir mal eine Schussfolge raus, bringen wir nochmal ein paar Leute zum Brennen, würde ich sagen. Während diese Ability tatsächlich sehr, sehr geil ist. Also, ultra nice. Ihr seht schon, man kommt hier auch wunderbar klar auf dem Level 50 Schlachtfeld. Sollte man auf jeden Fall mal ausprobiert haben. So, dann sind wir jetzt eigentlich schon so weit, dass wir gleich gewonnen haben. Wir haben noch ein paar Gegner weggecharged. Und das halbe Schlachtfeld brennt einfach. Ist schon echt episch. Und da haben wir auch schon gewonnen. Vielleicht kriegen wir den noch. Jo, haben wir noch einen Kill. Und das war's im Endeffekt. So spielt man mit dem Agamemnon-Set. 64 Soldaten ist okay. Zwei Hauptmänner ist nicht so gut. Der Fokus liegt ja auch wirklich darin, den Brandeffekt zu verbreiten. Ja? Single-Target-mäßig, wie gesagt, auch ein Höchstleistungsangriff mit dem Schwert sehr, sehr gut. Und so macht mir das auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ist bislang das coolste Kriegerset, was ich ausprobiert habe. Zu den anderen werden natürlich auch nochmal Videos folgen, wie man die spielen könnte. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergebracht, gefallen und weitergeholfen. Und wir sehen uns im nächsten Video zu Assassin's Creed. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnard.